Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hauptfach mit dem Kellerkind. Ja, wie gesagt, ich arbeite die Nacht durch. Ich wollte euch ein bisschen dran teilhaben machen lassen. Die Karottenernte ist vorbei. Ich bin angefangen, die Felder anzusehen. Was habe ich denn? Auf Feld 86 habe ich Erdnüsse und hier pflanze ich Lavendel drauf. Ist auch schon gut gediegen, sag ich mal. Müssen wir hier wieder auf den Kurs setzen. Dann schauen wir kurz, ob der geradeaus fährt oder nicht Kurven zieht. Ja, sieht gut aus. So, hier können wir auch nochmal mit den nächsten. Wie viel haben wir denn da noch drin? Nee? Ach, wir haben nur noch 10.000. Das ist ja nicht mehr viel. So, warum? Ich glaube, der Mist würde auch jetzt so langsam ausgehen. Zu weit. So, wie viel Mist? Ist hier überhaupt noch Mist? Ne, hier ist Mist leer. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen... Hier ist noch ein bisschen was drin, 4000. Ups. Hier könnte vielleicht auch noch was drin sein. Aber das sind keine Paletten, kann das sein? 6000 Wasser und 6000 Mist. Die haben hier keine Paletten mehr. So. Dann holen wir uns mal hier den Klebenwagen. Dass wir uns vielleicht noch eine Palette holen. Dürfte dann reichen. Oder wie viel haben wir hier? Wir haben Paletten, hier haben wir genug. Wir können auch zwei nehmen. Dann können wir in allen noch einen setzen. Was ist, auf was ist der denn eingestellt? Quaderballen immer. Und das Schöne ist ja, wir bekommen, wenn wir die Paletten ja auch wieder runter, wenn die nicht verbraucht worden sind und wir keinen Mist mehr haben. So, dann laden wir die mal hier ab. So, dann kann hier weiter produziert werden. An die Seite setzen. Können wir mal schauen, ob der Wassertransporter leer ist. Ja, ist leer.
Die Anzeige brauchen wir nicht mehr. Palettenfabrik. Aber der Mist, den brauchen wir nicht. Du stehst hier. Bewegt er sich da? Doch, der bewegt sich. So. Hier nochmal eine Ladung. Abraum. Da müssen wir auch heute auch mal wieder Flusssand fördern. Ich hoffe, der ist fleißig gewesen. Weil Flusssand war nicht mehr oder ist jetzt, müsste jetzt sogar schon ausgegangen sein. In der Sandproduktion. Aber wie gesagt, Sand haben wir ja auch jetzt gefördert. Ist zu überlegen, ob wir da nicht auch mal eine Ladung verkaufen sollten. Schaufel wieder voll, schön hier die oberste Schicht abtragen. Ein bisschen zurück. Ja, komm. Wollen wir ja nicht drüber hinaus schütten. So. Noch eine Schaufel und dann ist der Traktor auch wieder bereit. Viertel vor vier. Nachtschicht hier im Steinbruch. Die Hauptsache. Und dann einmal die Schaufel voll machen. So. Ruhe erstmal wieder. Oh, du könntest vielleicht sogar mit dem Saatgut hinkommen. Das sieht gut aus. Ne, falsche Taste. Machen wir hier hinten noch voll. Da sollte ja noch was gehen. Nein, soll ich weitermachen. Und unser Fass ist gleich leer. Und ich habe mir was, einen neuen Traktor gegönnt. Und zwar ein John Deere.
Wo steht er? Hier hinten. Ein 8530. Schönes Teil, so vom Aussehen. Und mal gucken, wie er sich bewährt. Kommt langsam auf Touren. Auch einen anderen Ton. Damit wir die 50.000 Liter auch bewegen können. Dann müsste er jetzt fertig sein, weil dann gehen nochmal die 5.000 raus. Fertig. Und dann werden wir uns noch mal ein bisschen Wasser holen. Ja, jetzt kommen wir aber raus. Hier sind auch drei Paletten mit Tomatensaft. Auch gut. Mehr Gläser hatten wir ja nicht. Wir müssen mal schauen. Morgen, wie viel Flaschen da produziert worden sind. Die Anzeige sagt, ja, 4.000 Liter. Müssen wir am besten drehen, glaube ich, ne? Weil da oben raus kommen wir so nicht. Hier drehen ist auch nicht gut. Oben drehen. Ich werde, glaube ich, rückwärts raussetzen. Ich glaube, das ist das Einfachste. So, die letzten Tropfen noch. So, hier rückwärts runter. Ja, bisschen zu früh. Oh, jetzt passt es. Ja. Jetzt schauen wir mal, was er zu leisten imstande ist, wenn er mal auf Touren kommt. Wir können ja hier hoch.
Ja. Und der hat mein 300 PS. Und das Fass ist noch leer. Muss doch mal Saatgut aufgefüllt werden. Oh, das kann man nicht viel sein. So. Gut, gehen wir sofort dran, sobald wir den hier im Auftanken haben. Ja. Auf den Fass gehen. So. Machen wir hier mal. Dass uns hier einer rauscht in der Kurve. Und dann gucken wir mal hier, wie weit er gekommen ist. Oh, ein Stück hat er aber noch. Entlassen. So. Aber dann haben wir in der Nacht schon zwei Felder angesät. Wir haben noch ein drittes. Aber wir haben ja mit Sicherheit auch wieder ein Feld zum Ernten. Tiere müssen ja auch noch versorgt werden. Um 6. Und Saatgut müssen wir auch wieder produzieren. Jetzt gekommen. Er war schon auf dem Rückweg, ne? Ja. So eine kleine Kante hat er gezogen. So. Einstellen. Und das sollte dann auch gleich mal der Rest sein, den er hier erledigen muss. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal den... Ach, der ist immer noch im Auftanken. Dann können wir ja den auch wieder leer machen. Mal hier. Hier ist ja noch, wird ja noch produziert. Boah, die Bremsen. Alle Achtung. So. Mal Licht ausmachen. Hier vorne haben wir auch noch einen stehen, der mit Licht. Muss ja nicht sein. Zack. Das dauert noch 10.000 Liter. Gut. Ist ja auch eine Menge. Aber es wird ja so langsam. Können wir uns mal den Trecker angucken. Assist-Steuerung hat er. Verschiedene Sachen. Kann man noch Monitore dementsprechend anbauen.
Fenster öffnen, schätze ich mal, ja. So, aber jetzt können wir starten. Er ist fertig. So. Das können wir ausmachen, brauchen wir nicht. Ja, hey. Machen wir so. An der Mühle hier vorbei. Da müssen wir auch nochmal anderes Getreide. Weizenmehl haben wir ja produziert. Wir könnten eigentlich die Paletten hier unten hinbringen zu der Abfüllung. Zu schnell. Machen wir mal den Tempomat auf 40. Fahren wir mit Tempomat hier durch die Stadt. Oh, hier ist doch eh nichts los. Die schlafen alle, den Schlaf der Gerechten. Zack, beinahe vorbeigefahren hier. Und was hat er denn für eine Hupe? Jetzt sind die Leute wach. So, und hier sind wir schon wieder bei den Gewächshäusern. So, und die Sämaschine ist auch fertig. Das ist doch ein würdiges Ende für diese Folge. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollen. Feld ist fertig, wir haben hier ein Wasser aufgefüllt und sehen uns ja, bei Tageslicht wieder hier auf der Hopfach mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.